Bei einem Brand in einer Doppelgarage im Kreis Parchim ist am Morgen ein Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro entstanden. Das Feuer im Ortsteil Goldenbo zerstörte zwei Kleintransporter in einem gesondert stehenden Gebäude. Ursache war nach Angaben des Brandursachenermittlers vermutlich ein technischer Defekt. Die Untersuchungen der Kriminalpolizei sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Feuerwehren aus Kriwitz und Goldenbo waren mit insgesamt 40 Helfern vor Ort. Ein Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen.